Yes, sir! Ja, Benz, Town, ich hol den Daimler Benz. Soll ich mal was Illegales tun? Es gilt Tanzverbot ab 18 Uhr, Gründonnerstag in Baden-Württemberg. Aber Leute, wir sind doch von der Straße total, deswegen tanzen wir auch. Und wir hören auch den Track Tanzen von Jizzes und Bones. Mit Handschellen sogar. Sheesh! Damit werde ich gleich abgeführt, wenn ich hier weiter tanze. Und wir haben ja die Snippets angehört, ne? Und die waren schon richtig geil. Deswegen glaube ich, wird es auch sehr nice werden. 5 Minuten, ups, geht das Ganze. Und wir haben eine Story vielleicht sogar. Nein, ich habe gedacht, es handelt sich um dieses Paar. Ich lag falsch. So. Marrakesch, okay. Auch krass, ne, wie da so die Dürre drumherum ist, so alles hier trocken und dann hier, wächst grün. Wir haben eine Story. Ich freue mich. Freut euch auch? Okay. Digga, krass. Das sah so nicht aus wie von dieser Welt. Hä, das ist animiert. Das ist auch nicht von dieser Welt. Das ist animiert. Leute, habe ich sofort gesehen. Sitzt einfach auf dem Dach. Ja, perfekt. Wie geil, Digga. So möchte ich auch wach werden. Warte, was ist das überhaupt für eine Kombination hier? So die Clownsmaske so, aber dann haben wir die orientalische Musik, die Teppiche. Einfach mit der AK in einer Hand. Oh. Turn up! Ich dir sag, wo wir bei den Don't Stop. Mir so egal, ob dein Papa mir nicht mag. Bin der flatter Motherfucker, Haare flattern im VA. Lass uns tanzen, wieder viel zu high. Tanzen auf der Wiese, Magazine voller Blei. Trink den Punch, rauchen, tanzen. Sag mir nicht, du kannst nicht tanzen. Nein! 1, 2, 3 Krokodile mit dabei. Hä, die sind doch nicht echt! 3 Krokodile mit dabei. Baller los zu lieben, Grenze wie der Polizei. Soll ich alle nicht so anstrengen? Aber ich bin mir nicht sicher, merkt ihr's? Sie mag mich, findet mich sympathisch. Keine Frau. Einfach eine riesige Party, die sie da feiern. She's cute, man. She's cute. Sie mag mich, findet mich sympathisch. Keine Frau für immer, aber eine, die mir Arsch gibt. Ihr findet eine Nachricht, aber sie will blasen und die Nasen auf dem Glas nicht. Wir tanzen in der Mitte, basteln uns ein Blondstern. Es bringt halt echt voll zum Tanzen. Ein Gramm, ganzes Kilo wird vermittelt. Digga, ist mir Schwanz, was die Kripo so ermittelt. Sehen wir aus, als ob wir Scherze machen. Hose rutscht, Hunger wegen schweren Waffen. Heute volle Taschen, morgen wieder leere Taschen. Mir scheißegal, solange die Ärsche wackeln. Lass uns tanzen, wieder viel zu high. Tanzen auf der Wiese, Magazine voller Blei. Trinken Punch, rauchen, tanzen. Sag mir nicht, du kannst nicht tanzen. Also hier in dem Hof wurde auf jeden Fall eine fette Party gefeiert. So, und wo ist die Main Chick? Das ist die Main Chick hier. So, die durfte auf dem Tisch präsentiert werden. Die war schön genug. Die durfte sich da hinsetzen, aber auch nur mit dem Gesicht weg, so, damit man auch ihre andere schöne Seite sieht. Und sie haben auch einen Job links und rechts. Böse Person, die Gewinner. Geht schlafen im Knast, wachen auf in einer Villa. Drehen krumme Dinge auf der Straße wie Godzilla. Killer bleibt Killer. Ich finde diese Kombination dieser verschiedenen Elemente so geil. Merkt ihr das so? Hier auch eben mit dem Tee. Also er wird so festgenommen so und mitten im Getümmel so kippt der eine sich einfach einen Tee ein. So, ne? Auch ganz entspannt. Wir können auch tanzen mit Handschellen. Yes, sir! Böse Person, die Gewinner. Geht schlafen.
Menschen im Knast wach auf in einer Villa. Drehen krumme Dinge auf der Straße wie Godzilla. Killer bleibt Killer, alles so wie immer. Ja, für mich ist das Ripex. Okay, kommt jetzt nochmal ein Part? Ich hoffe schon, so weil, ne? Weil ich merke so, der Track, der beruhigt sich jetzt gerade so ein bisschen, ne? Und, aber es hat auch so was Philosophisches. Man kann auch tanzen in Handschellen, Leute. In was für einer Lage ihr euch in eurem Leben immer noch befindet, so Privatinsolvenz. Keine Ahnung, vielleicht guckt jemand zu und ist Privatinsolvenz. Insolvent. So, Digga, keiner hindert dich daran, in deinem Raum hier immer noch zu tanzen und zu sagen, fuck that shit. I can't change that right now. So I'm just gonna dance. Yes, sir. Es gibt keine Ausreden. Auch wieder diese Oldschool-Elemente. Mit diesem Scratch. Aber das ist jetzt echt schon so eine sehr lange Bridge. Soll man es Bridge nennen? Ich hoffe, da kommt jetzt nochmal was. Okay, hier passiert doch was. Ein Switch. Noch ein anderer Track, der hier angeteased wird. In einer Minute. Doch, der ist echt, ne? Der ist echt. Hey, ich bin so verwirrt. Ich mag diese Frau. Lelano auch noch mit dabei. Es war nicht Lelano. So, jetzt wird hier eingepackt. Was ist das für ein ewig langes Outro, ne? So, ich wollte es erst nicht wahrhaben, aber es wirkt schon so. Ich frage mich, ob das dann auch als Single so released ist. Moment, ich suche gerade mal Bones, weil das ist ja schon echt ein sehr langes Outro, ne? Ne, eigentlich geht der Track nur 2:26, sehe ich hier. Die haben dem Videografen einfach mehr bezahlt. Und haben es dann danach gemerkt. Er hat gesagt, Leute, ich werde bezahlt. Ich mache hier Footage, ist mir egal. 2030? Hä, was 2030? Da kommt das Album. Der hat meine Ausweis. Der wirft uns aus der Villa. Was redest du? Ich kann nie genau sagen, ob das jetzt so serious ist oder nicht. Wisst ihr, was ich meine? Schnell, Foto und fertig! Einmal einfach, scheiß drauf! Einmal noch! Oder? Notra, Notra! Kann ich mir vorstellen, Digga, dass die Person, die diese Villa hat, mit einem kleinen Alligator da so im Swimmingpool, mit ein paar Haus, okay, die haben ihm vielleicht nichts ausgemacht, aber das, was sie vielleicht da hinterlassen haben, nicht so gefällt, ne? Ja, chillig, also. Es verleitet tatsächlich auch zum Tanzen, fand ich zumindest. Aber gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare. Mir hat's gefallen, das Musikvideo sehr interessant. So, mich hat's echt verwirrt am Ende, dass es dann so lang ging. Like und Subscribe übrigens. Aber ja, ich mag das dann tatsächlich auch, wenn man so im Musikvideo noch so mal was extra hat. So, wenn man dann irgendwann noch mal dahin zurückkehrt, so und sonst mal das Lied auf Dauerschleife hört, dann hat man hier noch mal so einen Zusatz. Einfach durch die Visuals, die hier eigentlich durch die Hälfte des Videos noch mal sich ziehen, aber wo gar nicht mehr der Main-Song läuft, ne? So ein Zusatz. You know what I mean? So, also, danke für eure Aufmerksamkeit. Like and subscribe. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Meine Zeit ist viel zu worth, ich hab heute Abend Rendezvous. Denn mein Opfer für den Tag, da sitz ich wieder nach meinem Blut.